Unser nächster Slot, ich habe das heute Morgen schon mal gesagt, geht um die Krawallbrüder, die Querköpfe. Die sagen, ja, alles nett, man kann sich immer weiter verbessern und sich irgendwie was überlegen auf Basis von dem, was es schon gibt. Wir möchten aber alles anders machen. Wir möchten irgendwie die Uhr wieder auf Null stellen. Wir wollen echte Pioniere sein. Um den ersten Herren hier oben anzumoderieren, habe ich dieses tolle Ding hier bekommen. Wer weiß, was es ist? Ein Schläger für Badminton, Squash, was auch immer. Und ein Tischtennisball. So. Jetzt kann man damit, wie Sie sehen, ganz normal spielen. Das Besondere an diesem Schläger ist nicht der Tischtennisball, ist auch nicht der Rahmen, sondern ist das hier mittendrin. Was glauben Sie, was das ist? Was glauben Sie? Spinnweben. Spinnweben, er hat recht. Das sind Spinnweben. Alles gut, lassen wir mal da liegen. Das sind Spinnweben. Und das ist genau eines dieser Themen, womit sich der Lehrstuhl unseres ersten Referenten bei den Industry Pioneers beschäftigt. Da geht es nämlich um die Materialien der Zukunft. Jetzt kann man sagen, na gut, Spinnweben, Zukunft, das gibt es ja alles schon. Der Trick ist jetzt nicht, dass man so viele Spinnen wie möglich melkt und dann irgendwelche Schläger damit beschlägt oder sowas. Nein, es geht darum, daraus zu lernen, welche Materialien man künstlich erschaffen könnte. Und hier ist das Besondere, gerade in der Diskussion Mikroplastik, ich weiß, dass das auch einen Teil einnehmen wird in seiner kurzen Präsentation, zu sagen, wir gehen auf Proteine, eiweißbasierte Materialien der Zukunft. Alles Bio quasi. Und damit ganz herzlich willkommen, Thomas Scheibel aus Bayreuth. Dürfen wir den rumgeben? Ja, natürlich. Sehr gerne. Also Sie dürfen den gerne. Wir geben ihn rum. Sie dürfen auch gerne belasten, er hält was aus. Aber nicht so wie Ranga Yogeshwar, der hat ihn kaputt gemacht. Ne? Ja, also nicht, also nicht mit der Faust, aber mit der flachen Hand dürfen Sie gerne die Bespannung testen. Und was ganz entscheidend ist, die einzelnen Fasern haben ein Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Ne? Und man könnte jetzt mit einem Netz, das ungefähr so dick ist wie mein Daumen, eine landende Boeing 747 zum Stoppen bringen, ohne dass der Faden reißt. Das ist sozusagen mal die natürliche Begebenheit, mit der möchte ich starten. Wir haben ein super faszinierendes Naturmaterial und Sie werden sich sicher fragen, warum gibt es das nicht zu kaufen? Warum gibt es keine Schläger mit Spinnenseide? Warum gibt es nicht am Fraport irgendwelche Netze, die dann vielleicht irgendwelche fehlgeleiteten, nicht mehr bremsen funktionierende Regierungsflieger abbremst, voll beladen, voll betankt. Ja, das würde, warum gibt es das nicht? Und ein Problem liegt in der Natur, nämlich die Tierchen, die diese Spinnenseiden produzieren, sind Kannibalen. Das heißt, eine Zucht im großen Stil ist absolut unmöglich. Sie müssen die Tiere in Einzelhaft sozusagen halten und dann müssen sie die einzeln melken. Und man muss sich vorstellen, 70 Meter Faden sind ungefähr 1 Milligramm. Man hat das mal umgesetzt in ein 2 Quadratmeter großes Seidentuch. Das können Sie im Museum in London, noch kann man es in London besichtigen. Da hat man 1,5 Millionen Spinnen 4 Jahre lang gemolken, um 2 Quadratmeter Stoff hinzukriegen. Also für die Lufthansa Cargo, glaube ich, völlig ist zu teuer. Ja. Das heißt, man muss nach neuen Wegen suchen. Und das möchte ich Ihnen heute vorstellen. Ich möchte Ihnen Spinnenseide als neues Material vorstellen, das wir natürlich nach dem Vorbild der Spinne, aber ohne Spinne produzieren. Und Sie sehen hier schon, in welchen Bereichen wir unterwegs sind und wo wir diese Materialien einsetzen können. Das geht von Footwear, ich zeige Ihnen nachher einen Schuh, den wir mit Adidas zusammen entwickelt haben, technische Textilien, Fashion, Automobilindustrie machen wir auch sehr viel. Bis hin, werde ich Ihnen nachher zeigen, wir haben im September eine große Kooperation mit Airbus gelauncht. Neue Tragflächen, ja, widerstandsfähige Tragflächen. Das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz in 10 Minuten vorstellen. Aber wie schon angekündigt, erstmal ein Ausflug in die Welt des Kunststoffs und des Plastiks. Das sind Zahlen von McKinsey, die für das Weltökonomieforum 2017 zusammengefasst wurden. Und was Sie hier sehen, ist die Jahresproduktion 2014 an Plastik.
311 Millionen Tonnen. Und Sie sehen ungefähr ein Verhältnis Plastik zu Fischmasse in unseren Ozeanen. Wir sind momentan bei einem Verhältnis von 1 zu 5. Das heißt nicht, dass dieses Plastik alles schädlich ist. Es soll nur widerspiegeln, wie viel Masse momentan auf den Weltmeeren herumschwimmt. Und wenn man jetzt prognostiziert, dass wir immer mehr Kunststoffe verwenden, dann kann man so 2015 vorausschauen, dass wir in die Milliardentonnenbereiche kommen. Und entsprechend wird auch mehr Plastik in den Gewässern, aber nicht nur da, auch in der Landmasse landen. Aber hier ist das Gewässer mal gezeigt und wir werden schon sehen, dass, wenn wir so weitermachen, 2015 mehr Plastik im Meer schwimmt als Fische. Das finde ich natürlich schon ein bisschen alarmierend, was natürlich heißt, wir brauchen neue Materialien, wir brauchen recycelbare Kunststoffe. Das heißt nicht, dass Kunststoffe schlecht sind. Das heißt nur, dass wir sinnvoller mit dem Abfallmanagement umgehen müssen und dass wir Kunststoffe brauchen, die wir auch recyceln können. Und da kommt jetzt wieder die Spinne zum Spiel, denn wenn die Spinne umzieht, dann lässt die nicht einfach ihr Netz hängen, sondern sie frisst es auf. Das Spinnennetz ist aus Proteinen aufgebaut, zu 99,9%. Das wird also vollständig recycelt. Ich zeige Ihnen dann gleich den Turnschuh und ich sage zu den Kunden, wenn Ihnen der Turnschuh nicht gefällt, essen Sie ihn einfach auf. Ja? Sie haben eine Two-in-One-Lösung. Ja? Sie gehen ins Fitnessstudio, Sie brauchen auch nicht den Proteinshake danach. Sie essen einfach Ihren Schuh, alles gut. Gut, aber jetzt möchte ich Ihnen natürlich erstmal zeigen, das ist unser Vorbild. Wie schaffen wir das jetzt, diese Information aus der Spinne in einen industriell nutzbaren Prozess zu überführen? Dafür habe ich vor 11 Jahren eine Firma gegründet, die Firma Emsig. Die ist weltweit die erste und die führende Firma, die Spinnenseide biotechnologisch herstellen kann, mit komplett erneuerbaren Rohstoffen. Und dazu möchte ich Ihnen ganz kurz einen Film zeigen. Können Sie den Ton auch anmachen, bitte? Das ist die Produktionsanlage. Sie sehen also riesengroße Rührkessel, da werden Bakterien gezüchtet, Darmbakterien, der Größenordnung 2 Millionen Kubikmeter. Die werden gefüttert mit einer Kohlenstoffquelle, Melasse, Zucker. Und hier sehen Sie schon, wie die Faser dann entsteht aus dem biotechnologisch produzierten Material. Und Sie sehen einen Einblick in unsere Faserspinnanlage. Das ist ein biologischer Abbauversuch. Sie sehen also, das Polyester hat in diesem Experiment keinen Abbau gezeigt. Mechanisch ist der Biostahl, das ist natürlich Protein, kein Stahl, genauso belastbar wie das Original. Ich muss es immer erwähnen, es ist kein Stahl. Ich wurde schon vom Deutschen Schweißerverband angeschrieben, mit der Bitte, doch einen Vortrag zu halten. Ja, mache ich gerne, allerdings natürlich ohne Schweißen. Das heißt, was haben wir jetzt hier für Eigenschaften? Ich habe Ihnen dann hier auch eine Rolle zum Angucken, nicht zum Anfassen, weil immer jeder sich da ein Stück von mitnehmen möchte, deswegen gehen wir das nicht durch, von BioSteel mitgebracht. Es ist sehr leicht, 1,3 ist die Dichte. Wir haben eine sehr gute Klimakontrolle. Jeder von Ihnen, der schon mal Seidenwäsche getragen hat, weiß, dass Seide per se atmungsaktiv ist. Sie wird komplett vegan hergestellt. Sie werden lachen, ja, aber wir brauchen keine Spinnen. Wir machen das mit Bakterien. Das ist für viele, vor allem kosmetische Betriebe, sehr wichtig. Es ist keimfrei. Und das führt dazu, dass, und Sie werden jetzt auch lachen, diese Turnschuhe nie müffeln werden. Ja, es können sich keine Mikroben anhaften. Und deswegen, beziehungsweise Sie können die ganz einfach mit Wasser abspülen, riechen diese Schuhe nicht, aber ich werde immer darauf hingewiesen, das soll ich nicht als Marketinginstrument benutzen, denn wer wird schon zugeben, dass er Stinkefüße hat? Insofern soll ich das immer nicht erwähnen, trotzdem, es ist eine Eigenschaft, ein USP von diesem Material und man kann eben Feuchtigkeitsregulation betreiben. Das sind die erwähnten Turnschuhe, die wir mit Adidas entwickelt haben, die noch nicht auf dem Markt sind, das ist nicht in unserer Hand. Die Market Launches von neuen Produkten werden bei Adidas sehr
strikt kontrolliert und die wollen sich natürlich nicht selber Konkurrenz machen, insofern ist das noch in der Pipeline. Heute in der FAZ, deswegen darf ich drüber reden, wurde ein Produkt gelauncht von Omega, dem Urhersteller. Es gibt jetzt ein Biosteel Armband, das können Sie ab heute erwerben. Wie gesagt, heute im Unternehmerteil in der FAZ. Wurde ich überrascht, deswegen habe ich jetzt dazu kein Bild. Also es gibt Produkte auf dem Markt. Es gibt, habe ich schon erwähnt, jetzt eine enge Zusammenarbeit mit Airbus, wo es darum geht, die Tragflächen impactresistenter zu machen. Das heißt, natürlich Schadensvorbeugung zu betreiben. Eine Eigenschaft eines Spinnennetzes, wenn Sie den Schläger mal haben, ist, dass wir eine Kombination aus Festigkeit und Elastizität haben und dadurch ein Spinnennetz mehr Energie aufnehmen und verteilen kann als jedes andere vom Menschen gemachte Material. Und das spielt natürlich bei Flugzeugflügen eine große Rolle. Jeder Impact, der kommt, führt dazu, dass Sie natürlich danach eine Reparatur vornehmen müssen. Das heißt, die Wartungszeiten spielen natürlich direkt in die Kosten. Und wir versuchen jetzt ein neues Tragflächenkonzept auf Basis oder mit Spinnenseide zu entwickeln, um eben die Wartungsintervalle zu verlängern und damit die Standzeiten zu verringern und die Flieger länger in der Luft zu haben mit weniger Standzeit. Und ja, das hat Airbus entsprechend auch hier im September groß gelauncht. Das geht aber jetzt nicht nur in den technischen Bereich. Die Produkte, die seit 2014 auf dem Markt sind, sind vornehmlich im Bereich Kosmetik, Haut- und Haarpflegeprodukte, vor allem auch im asiatischen Bereich Südkorea. Ich wurde vorhin gefragt, ob wir denn auch Shipper sind. Natürlich, wir haben also Kundschaft in Südafrika, in Asien vornehmlich, Südkorea, aber auch in ganz Europa. Da gibt es also Einsatzmöglichkeiten, seidenweiche Haut ist natürlich ein Thema, aber es hat auch eine Barrierefunktion, auch wieder Keimfreiheit, auch bei Verletzungen spielt es eine Rolle. Und jetzt komme ich sozusagen ins abgefahrenste Thema, das ist ein Herz nach Herzinfarkt. Und was hier passiert ist, dass das betroffene Gewebe vernarbt, weil Herzmuskelzellen nicht migrieren können. Die sind also flugunfähig, die sind auch wanderunfähig. Deswegen bildet sich hier Narbengewebe. Das heißt, nach jedem Herzinfarkt bekommen wir so eine Narbe und die wird natürlich den Muskel, den Schlag des Herzmuskels auch auf lange Sicht beeinträchtigen, weswegen wir immer auch Spätfolgen eines Herzinfarkts haben. Und die Idee ist jetzt relativ simpel. Wir haben jetzt dieses Naturmaterial und wir haben festgestellt, wir können das verdrucken. Wenn Sie bitte den Film mal starten. Sie sehen jetzt ein 3D-gedrucktes Spinnenseidengebilde. Sie werden dann gleich erkennen, um was es sich dabei handelt. Und das ist Echtzeit. Ja, wir haben also ein Gel aus Spinnenseide, das wir durch den Drucker schicken. Und wir können in Echtzeit jetzt hier sehen, wie schnell wir diese Strukturen aufeinander stapeln. 100% Spinnenseide und Wasser, keine Chemikalien, kein Quervernetzer, das ist nur Physik, physikalische Quervernetzung und in dem Fall, wer erkennt schon, was es wird? Es wird ein Ohr, genau, also ich habe ein Ohr gedruckt, das sind 64 Lagen übereinander und das Spannende ist, wir können jetzt hier mit der Spinnenseide zusammen Zellen verdrucken, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, Herzmuskelzellen wandern nicht. Und Sie sehen jetzt hier, die verdruckten Herzmuskelzellen fangen nach 2 Tagen an, synchronisiert zu schlagen. Das heißt, unser großes Ziel ist jetzt, diesen Defekt durch 3D-Druck aus Spinnenseide und Herzmuskelzellen zu reparieren. Ja? Repair a broken heart. Das ist Zukunftsvision. Andere Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, sind schon Realität. Und damit möchte ich diesen Kurzvertrag schließen mit dem Slogan Good for you, good for the planet. Wir haben also eine neue Technologie entwickelt, um Spinnenseidenproteine biotechnologisch nachzubauen und entsprechend auch Hochleistungsanwendungen damit zu ermöglichen. Und damit vielen Dank und ich freue mich dann später auch auf das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.